Meine dicken Wurstfinger. Na, das sind unsere Instrumente. Die werden wir benutzen. Synthesizer und klassische Instrumente. Außerdem hier noch ein Effekt. Diesen hier. Der macht alles. Der heißt ARP 87. 87 ist schon mal geile Zahl. 18 Jahre. ARP. ARP wie dieser schöne ARP, der auch nur für Bassdrum da ist hier für mich. So. Wir werden ein Stück komponieren nach bestimmten Maßgaben, Vorgaben. Ja? Und diese Vorgaben sind die Teile des Universums, die wir kennen. Aber wieso, ist die Frage. Ein Synonym für einen ewigen Moment, für einen Moment der Ewigkeit. Ja? Was ist Klang und was ist Geräusch? Zeitliche Komponenten werden wir berücksichtigen in dieser unserer Komposition. Dann natürlich improvisieren über unsere Komposition. Es wird also ein serielles Werk im Grunde und wir spielen dann mit unseren Instrumenten und auch mit den Möglichkeiten, die wir haben, dazu. Der Anspruch ist, dass es natürlich ein ganz schönes Stück wird, ein schönes, was alle Menschen auf der ganzen Erde feiern können, einen Zugang dazu. Ne? Wir wollen ja das Universum wirklich erlebbar machen. Dazu kleinen Exkurs mal in unser Setup, was wir im Moment benutzen Synthesizer, das sind elektrische Klangerzeuger, weil die nämlich sehr schön die Schwingung, ja, die Frequenzen, das, woraus alles gemacht wird, ein Atom schwingt in Frequenzen, ja. Die Photonen, die Neutronen, das Licht, ist es eine Welle, ist es ein Teilchen? Weder noch, sowohl als auch. Es schwingt. Ja, man kann sogar genau sagen, in welcher Frequenz es schwingt. Diese Schwingungen sind durch Synthesizer, auf Englisch Synths, sehr schön nachgebildet. Ja. Zum Beispiel, da ist ein Delay drauf. Warum? Weil es an ist. Also ein Echo, das wollen wir mal nicht haben. So ein Echo hier. Haben wir keinen Bock drauf. Ja? Und warum ist hier das eigentlich so leise? Synthesizer. Da habe ich jetzt drei sogenannte Oszillatoren. Ja? Das sind Schwingungsgeber. Sie oszillieren. Sie schwingen. Ja? Oscillating bedeutet einfach nur hin und her gehen, oszillieren. Den ersten Oszillator, den habe ich hier, ich werde mal die anderen ausmachen. Es sind drei, bei diesem sind die Synthesizer. Ich mache jetzt mal eine reine Sinuswelle. Mal gucken, ob wir die überhaupt haben. Da schalte ich hier um. Ja. Aha, habe ich gar nicht, ich habe nur eine Dreieckwelle. Aber hier bei dem anderen habe ich Sinuswellen, mache ich dann, weil der jetzt gerade an ist, spiele ich mal eine Dreieckwelle, die geht so. Ja, die verändert sich deshalb, weil hier eine Modulation drauf ist, auf einen Filter. Also die Welle geht durch einen Filter und wird direkt nochmal moduliert. Ja, der Filter, der kann nämlich auch wiederum wellenförmig angesprochen werden. Man kann ihn verändern. Der Filter bedeutet, ist klar, ja. Also damit nimmt man Frequenzbereiche weg und wieder, also tonales Shaping. Den Filter kann ich jetzt natürlich statt händisch das zu machen mit einem weiteren Oszillator, der wieder ein Wellengeber, in dem Fall ein LFO, ein Low Frequency Oszillator, weil er in einer sehr langsamen Frequenz oszilliert, kann ich diesen Filter beeinflussen. Ja? Geht langsam auf. Geht langsam wieder zu. Wenn ich das die Geschwindigkeit verändere, geht er schneller. Man hört sogar, wie die Schwingung, sehr schön, waber, waber, waber. Ich mache jetzt einen zweiten Oszillator dazu, mit an, einen zweiten Oszillator, der einen Ton geben wird. Der klingt dann so. Wenn ich die auf demselben Ton stimme, dann gibt es geile Schwebungen. Ne? Damit werden wir arbeiten. Zwischen Schwebungen. Kennt man ja von
Blasinstrumenten, Klarinette zum Beispiel. Gibt es auch immer schöne Schwebungen. Oder Posaunen. Schrecklich. Nee, Posaune ist ein schönes Instrument. Ich mache noch einen Oszillator dazu. Ein dritter Ton. Damit man ihn gut hört. Ja. Mache ich mal den Filter auf. So, das kann man auch sequenzieren. Das heißt also, wir sagen jetzt in eine Zeitachse und in dieser Zeitachse setzen wir Töne. Ja. Das klingt erstmal mathematisch und so, aber es ist sehr schön, diese Töne, wenn die in der Zeitachse immer so laufen. Weil die klingen irgendwie lustig. Also ist das so ein Boing, so eine Sequenz. Und diese Töne aber, diese Sequenzen, die werden wir nach einem bestimmten Muster formulieren, ja, die Sequenzen. Und zwar haben wir die Fibonacci-Reihe. Fibonacci heißt ja eigentlich. Fibonacci. Schnecke. Und außerdem auch, so können wir sozusagen das dann anwenden auf Hallräume, auf Effekte. Wir können alles in dieser Fibonacci-Reihe sozusagen abbilden. Das ist eins unserer Prinzipien. Wir werden Veränderungsparameter bestimmen und diese dann als Axiome, also Gesetze für unsere Musik formulieren und die dann umsetzen. Ja, zum Beispiel habe ich hier für diesen Ton eine Sequenz programmiert, glaube ich zumindest. Müsste ich gemacht haben, hoffe ich mal. Da ist er. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ne? Das klingt doch schon gut. Eine Sequenz. Verändere ich natürlich ein bisschen hier. Bisschen Delay rauf, dadurch wird es dann wieder für die Masse. Nicht schlecht, oder? Zweiter Synthi macht auch eine Sequenz, die geht natürlich 5, weil das waren jetzt 3. Ist der. Die macht 8. Lass ich so mal so stehen, ja? Synthesizer, die einfach nur Wellen spielen und dann aber auch Sequenzen und die wandern natürlich gegeneinander. Polyrhythmik nennt man das, ich mach mal so leiser. Wandern gegeneinander, weil es ist ja Polyrhythmik, nennt sich das. Der eine spielt 3, wiederholt die, der andere spielt 5, wiederholt die und der andere spielt 8 und wiederholt die und dadurch entstehen interessante Verschachtelungen und man kann sich vorstellen, dass das schön im Techno-Club auch gut funktioniert, nicht wahr? Haben wir ja alle, wir kennen das ja mit dem Techno. Also, ich weiß nicht, ob ihr das auch so gut kennt wie ich, im Techno-Club. Ja, ich war viel drin, viel gewesen. Ja, ich mag das sehr gerne. 303 zum Beispiel. Ja, hier habe ich noch ein Delay, dadurch wird die Sache ein bisschen interessanter. Na, wie man hört. Räume eröffnen sich. Ja, ich glaube, ich werde demnächst auch nochmal ein Video machen zu diesen ganzen Tasten und Knöpfen. Ja, was man da so machen kann und warum. Ja, man kann ja die ganzen Sachen miteinander verknüpfen, wie man sieht. Halbmodulare Systeme, das sind modulare Systeme oder halbmodulare Systeme. Aber das ist jetzt, ich habe jetzt eigentlich Bock auf den Bassdrum. Technik.
Schluss für heute. Sonst wird es hier zu lang. Ja. Das war nun mal so. Ja. Dazu werde ich Klarinette spielen. Und der Michael, der wird Mowitz, ja, wie Mozart, nur mit Witz. Ja. Der Michael wird dazu dann Klarinette spielen. Nein, das mache ich ja. Das heißt Gitarre. Ist auch ein elektrisches Gerät, bei ihm zumindest, in dem Fall. Er spielt das auch gut. Aber ne, eine Saite schwingt und wird elektrisch verstärkt und bäm. So, das wird unser Ding.